Sega. Yo, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play Highlight. Ja, es wurde abgestimmt, und zwar für die S-Factor Sonya und Silver. Ja, ein Mega Drive Hack. Ich spiele das Ganze wieder auf den Genesis Plus GX, weil er hier richtig flüssig läuft, die auf der Wii-Version. Und wir nehmen Sonya. Wenn einer von euch noch die Cartoon-Serie Sonic Underground kennt, ja, sie war einer von Sonics Geschwistern. Autsch. Gut. Und da wie gesagt, das ist ein Sonic 1 Hack. Es wurde nicht nur an Gameplay modifiziert, sondern auch an der Musik. Und unser Widersacher ist nicht Dr. Robotnik, sondern Eggman Neger. Gut. Den ersten Act haben wir hinter uns gebracht. Wie gesagt, eine Zone pro Part. Die nächste Abstimmung kommt später. Okay. Spectre of Lily. Damn, 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 damn. Au! Aua, aua, aua. Gut. Checkpoint. Und ein blöder Crabmeat-Roboter. What the? Dann eben so. Autsch, Akacha! Njong! Wow! Was? Nein! Noch hoch oder etwa nicht. Da lang. Act 2. Ich werde das ja ein bisschen kurz halten heute. Ich werde das ja in 60 FPS rendern. Ja, und meine Grafikkarte ist auch seit gestern kaputt. Ich werde mir mal sehen, wie viel Kohle ich auf Konto habe. Mir ein neues Motherboard lieber holen. Eine Bundle-Version. Oder mir zusammenstellen lassen. Diesmal nicht AMD. So viel steht fest. Sondern Intel Pro. Eine Intel APU, sage ich mal. Okay. Warte. Das ist übrigens auch die aktuelle Version von The S-Factor. Aua, du blöder Depp. Ey!
Habe ich dir das erlaubt? Peaks. Ja, klar. Toll. Fails vorprogrammiert, sozusagen. Batz. So. Hoch da. Ah, lang. Du störst. Autsch! Böse Falle. Eggman Neger, der wird jetzt böse. Doppeltreffer. Aber nicht so. Wow! Cool. Gut. Na dann komm mal her, ihr Doofer. Batz! Nee, mein Ring ist wichtiger. Au! Weg mit dir, Abschaum. Oh, geschafft. Oder wir machen noch eine zweite Zone ranhängen. Ja, wie seine Luft hängt. So, Gusher, Act 3. Arid Temple. Naja, die kann manchmal sehr grauenhaft sein. Gut. Gut. Warte! Heiß, heiß, heiß! Gut. Ein Egg-Nigger-Monitor. Ja, mit Slowdowns. Aber das liegt jetzt am Emulator selber. Oh! Na gut, Leute, das war's mit die S-Factor. Sonja in Silver. Nächsten Part werden wir weiter zocken.
wenn dafür gestimmt wird. Okay, Leute, bis dann und ciao, euer MSC Let's Play. Und ich würde mich über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar freuen. Also bis dann, Leute!